Super. Ja, hallo. Ich freue mich, euch herzlich begrüßen zu dürfen nach dem Mittagessen. Hoffe, ihr seid einigermaßen wach. Falls nicht, versuche ich das hinzukriegen. Wer von euch hat schon Erfahrung mit Continuous Integration? Wer setzt es ein? Super. Dann springst du mir immer zur Seite, wenn ich was erzähle, was zu kompliziert ist. Und für den Rest ist es genau gedacht, nämlich eine Einführung ins Thema. Normalerweise versuche ich, Denglisch zu vermeiden. Bei dem Vortrag ist es so, dass ich die Fachbegriffe nicht übersetze. Das heißt, ich sage Continuous Integration nach dem Motto kontinuierliche Integration oder einfach CI. An ganz vielen anderen Stellen macht es einfach keinen Sinn. Sowas wie ein Bild zu übersetzen, was ist ein Bild? Also schwierig. Ich fange an mit der ersten Übersetzung, das ist Continuous Integration. Das deutsche Wort laut Lexikon heißt kontinuierliche Integration. Und dieses Flackern da nervt ein bisschen. Ja, gut. Okay. Was man unter Continuous Integration in der Regel versteht, ist ein Prozess, der aus dem, was ich in meiner Entwicklungsumgebung programmiere, am Ende etwas zusammenbaut, was dann auch auf einem Produktionssystem gespielt werden kann und genutzt werden kann. Und die entscheidenden Zwischenschritte sind, dass ich immer eine Versionsverwaltung dazwischen habe, Git, SVN, was auch immer, dass ich ein spezialisiertes Stück Software habe, was sich aus dieser Versionsverwaltung die Dateien nimmt, die irgendwie zusammenbaut, Artefakte nennt sich das, erzeugt und die dann auch noch weitere Programme startet, die zum Beispiel einen Test macht. Ein Test kann was ganz Einfaches sein. Ist das HTML valide? Ist der PHP-Code in Ordnung? Kann aber auch deutlich komplexer werden. Da spricht man dann von Software-Metriken. Wie viele Zeilen Code gibt es und wie viele davon wiederholen sich, um so ein bisschen die Qualität hinzukriegen. Die vielleicht wichtigste Frage ist, warum will ich das überhaupt? Warum fehlt es mir bis jetzt in meinem Leben? Und die Antwort, die meistens gegeben wird, ist, dass ich durch einen Continuous Integration Prozess eine höhere Softwarequalität bekomme, indem ich Dinge automatisiere, die keinen Wert erzeugen, indem ich automatische Tests durchlaufen lasse. Also statt nach jeder Änderung an meiner Programmierung alle Module zu überprüfen, erfolgt das automatisch, sobald ich irgendwas ändere. Und das erfolgt kontinuierlich mit jeder Änderung, die ich in das Versionskontrollsystem einchecke. Und das Letzte sind halt diese Software-Metriken. Ich kriege einen objektiven Indikator dafür, wie gut ist das Programm. Und ich kriege auf jeden Fall einen sehr guten Indikator dafür, ob es besser wird oder schlechter. Eins der Konzepte, was im Continuous Integration sehr oft verwendet wird, ist Test-Driven Design oder Test-Driven Development. Sprich, wenn ich eine Zeile Code in PHP schreibe, schreibe ich auch gleichzeitig noch eine zweite Zeile Code, die einen Test dieser ersten Zeile abbildet, um dann sicherzustellen, dass die Funktion immer das vorher erwartete Ergebnis liefert. Nutzt einer von euch Unit-Tests, PHP-Unit? Okay. Was ist das Coolste für euch daran? Okay, bei euch beiden? Okay. Genau. Genau. Und auch der Punkt, wenn ich mit zwei Leuten zusammenarbeite, mich kratzt nicht, was das andere Modul macht. Solange das grün bleibt, haben meine Änderungen keine schlechten Auswirkungen. Was man halt auch sagen kann, ist, bevor man anfängt, das Programm zu schreiben, schreibt man den Test, um sicherzustellen, dass das Programm so funktioniert, wie es spezifiziert ist. Genau. Genau. Aber ich fange halt ich mache den Kopfstand. Ich fange mit dem Testen an und wenn ich mit dem Testen soweit bin, schreibe ich das Programm, was ich testen will. Oder man kann ja auch damit anfangen, dass man erst die Nutzerdokumentation schreibt. Wenn man die Nutzerdokumentation hat, dann die Tests. Ja,
ist halt so ein bisschen der Ansatz. Ja. Eine der Erfahrungen, vor allem bei größeren Projekten, ist so diese Graphen. Das ist jetzt so ein typischer Graph aus dem Ticketsystem, wo ich sehen kann, wie viele Tickets erzeugt werden, die roten, und die grünen sind die ich aufgelöst habe. Das heißt, ich habe einen kontinuierlichen Prozess. Ja. Ich versuche mal. Ja, jetzt bewege ich mich nicht mehr. Okay, also das ist so ein typischer Graph, wo man auch den Erfolg des Entwicklungsprozesses ablesen kann. Und in dem Zusammenhang, wenn man Ticketsystem benutzt, hat man natürlich auch für die einzelnen Tickets verschiedene Stufen. Und ein typisches Projekt, vor allem gegen Ende, kann dann zum Beispiel so aussehen, dass ich 34 Tickets habe, die im Blocker sind, die in irgendeiner Form eigentlich schon gestern hätten gelöst werden müssen. Und davon kommen sehr, sehr, sehr viele einfach durch einen fehlenden Integrationsprozess. Also die Behauptung ist, wenn ich das Continuous Integration richtig mache, dann sieht der Graph vielleicht so aus. Ich habe gar keinen einzigen Blocker und ich habe nichts Kritisches, weil mein Entwicklungsprozess nicht ständig wieder bestehenden Code kaputt macht. Sicherlich auch eine Folge von Test-Driven Design, Test-Driven Development, aber das ist so ein bisschen das Ziel. Je weniger kritische Tickets ich habe, desto stabiler läuft der Entwicklungsprozess, desto mehr Zeit habe ich mich darum zu kümmern, das, was ich programmieren will, innerhalb des Zeitplans zu erschaffen. Sprich, Continuous Integration bedeutet, ich habe mehr Zeit für das, was eigentlich wichtig ist, und verwende weniger Zeit auf Testen von Dingen, die ein Programm automatisiert viel besser kann. Sprich, die wichtigen Aufgaben, ja, was wir alle sehr gerne machen am Ende des Tages. Gut. Warum will ich einen Continuous Integration Prozess haben? Vor allem auch, wenn ich vielleicht ein Einzelkämpfer bin. Die Antwort CI, ja oder nein, ist relativ klar, wenn ich ein Team habe. Je größer das Team ist, an je mehr Standorten das Team verteilt ist, vielleicht auch an unterschiedlichen Zeitzonen. Continuous Integration ist die Möglichkeit, den Code über die Versionskontrolle zusammenzubauen und dann entsprechend auch sicherzustellen, dass die Entwickler sich gegenseitig nicht behindern oder vielleicht sogar ihre Arbeit wieder rückgängig machen. Sprich, man kann bei der Entscheidungsfindung, ob ich so einen Prozess einführen möchte, sich überlegen, ich habe jetzt mal 5 Faktoren rausgenommen, die vielleicht allgemeingültig passen für euch. Das sind zum einen so Dinge wie zum Beispiel die Teamgröße. Also zu sagen, ich bin entweder ein Einzelkämpfer oder ich habe mehrere Teams. Und bei dieser Grafik ist es so, dass der Mittelpunkt quasi der Nullpunkt ist. Und je stärker die Fläche gefüllt ist, desto wichtiger ist das Kriterium. Das wäre also jetzt hier ein riesiges Team, super viel Iteration, extreme Komplexität, wahnsinniger Projektumfang, und das machen wir gegen die Unendlichkeit. Ein typischeres Projekt sieht dann vielleicht so aus, dass ich sage, ich habe ein wahnsinnig großes Team, habe aber vielleicht gar nicht so eine hohe Projektlaufzeit und trotzdem lohnt sich Continuous Integration, weil die Menge an Faktoren immer noch positiv ist. Wenn ich jetzt in Worst Case ausgehe, nämlich ich bin alleine, mein Team ist mir wohlgesonnen, wir wissen, was wir tun, dann habe ich vielleicht so einen Graphen, dass ich sage, mein Team ist bei Null und das ist jetzt ein relativ umfangreiches Projekt, was komplex ist und wahnsinnig lange läuft. Es gibt aber auch Fälle, wo man sagen kann, die Iteration ist zum Beispiel fast null oder man hat nur eine Iteration geplant oder keine Iteration geplant und trotzdem ist der Nutzen von dem Continuous Integration Prozess immer noch so groß, dass sich dieses ganze Tooling und das Setup und so weiter lohnt. Sprich, die Behauptung ist immer zu sagen, selbst für Einzelkämpfer in relativ kurzen Projekten lohnt sich Continuous Integration, weil die Softwarequalität deutlich höher ist, weil die Planbarkeit deutlich höher ist und weil es einfach mehr Schlaf gibt, mehr Zeit für andere Dinge. Gut, ich gehe kurz auf den Prozess ein. Die 5 Stufen fängt an mit dem ganz klassischen, der klassischen Entwicklungsumgebung, Notepad, Windows Editor, was auch immer. Shell, ja, VI, habe ich gehört, soll eine super Entwicklungsumgebung sein. In vielen Projekten ist dann der nächste Schritt, dass man irgendeine Art von Taskrunner
nutzt. Nutzt einer von euch Grunt.js, Sculp? Ja, sehr gut. Ich entschuldige mich, dieses wichtige Tool nicht genannt zu haben. Prinzip ist, dass ich halt auf meinem lokalen Rechner ein Programm mitlaufen habe, was Veränderungen an Dateien beobachtet und in dem Augenblick, wo die Datei verändert wird, dann irgendeine Aktion durchführt. Eine klassische Geschichte ist zum Beispiel dieses Browser-Refresh. Sobald ich meine CSS-Datei ändere, wird mein Lieblingsbrowser neu geladen. Das macht vielleicht keinen Sinn, wenn man nur in einem Browser testet, aber wenn man parallel 5 Browser aufhat, ist das eine super Sache, weil die dann halt alle Fenster kontinuierlich den gleichen Inhalt zeigen. Eine andere sehr, sehr wichtige Sache ist, wenn ich einen Präprozessor benutze, also LESS oder SAS, sprich ich muss das CSS nochmal übersetzen, bevor es vom Browser verwendet werden kann, dann automatisiere ich mir das, ich ändere die LESS-Datei und dann ist eine Sekunde später auch das CSS wieder vollständig verfügbar. Und das Letzte, was ich persönlich auch sehr wichtig finde, ist, dass ich halt lokal schon meine Tests ausführe. Wenn das meine Entwicklungsumgebung nicht kann, kann ich es trotzdem über so einen Taskrunner automatisieren. Angenommen, alles, was ich jetzt hier gemacht habe, ist total super und ich bin zufrieden mit dem Code soweit, dann würde ich in der Regel irgendwie gegen ein Versionskontrollsystem committen. Meistens, wer benutzt Git? Wer benutzt was anderes? Abweichler. Welche? Nee, das war mir relativ klar. Was ich immer bei Git sage, ist, diese ganze Kommandozeilennummer und so ist total toll und super, aber Bitbucket hat zum Beispiel so einen total simplen Client, der kann irgendwie 5 Sachen, wenn man sie benutzt, so 5 Buttons, ich committe meinen Code, ich sehe, was geändert worden ist, ich kann sofort loslegen. Das heißt, ich brauche nicht erst das Git für Experten-Handbuch lesen, ich brauche nicht ständig auf der Konsole rumlaufen, das will ich irgendwann nachher, aber ich kann anfangen mit einem grafischen Client, der sehr einfach zu nutzen ist, der wenig kann. Absolut, absolut. Ja. Ich werde die URL erweitern. Ich mag den Bitbucket-Client aufgrund der Tatsache, dass die Bitbucket-Repositories auch privat sind. Das heißt, ich kann dort private, also kostenlos und privat Repositories anlegen und ich kann sie mit anderen teilen. Es gibt noch mindestens 20 weitere Dienste. Jeder kann sich auch selbst einen Git-Server installieren, aber das ist ein leichter Einstieg. Und was halt in diesem Client auch drin ist, ist das Git Flow. Das heißt, das ist ein vereinfachter Mechanismus, wie ich so Feature Branches aufmachen kann. Oder anders gesagt, je nachdem, wie meine Strategie aussieht mit dem Team, kann ich dadurch dann die Zusammenarbeit drastisch vereinfachen. Ich habe hier auch so einen Link angegeben, wo so ein bisschen dran steht, was Git Flow ist und warum das in einem Team eine ziemlich coole Sache sein kann. Generell, man kann auch ohne irgendeine Strategie anfangen zu entwickeln im Team, führt aber dann nicht unbedingt zu guten Ergebnissen. Also da geht es um so Fragen, was mache ich, wenn 2 Leute das gleiche Modul versuchen zu editieren? Oder was mache ich, wenn irgendein Bug sofort gefixt werden muss und der muss auf Produktion, aber eigentlich ist das Modul gerade unterm Refactoring und wir hätten gerne die Hälfte von den Funktionen aus dem Refactoring in den Bugfix oder so ein Kram. Da könnte man sich Strategien für überlegen. Nachdem ich meinen Code committed habe, ist der nächste Schritt eigentlich immer, dass ein Stück Software irgendwo als Server installiert ist, auf die Versionskontrolle zugreift, sieht, aha, hier ist eine Änderung durchgeführt. Das ist jetzt eine Auswahl ohne irgendeinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jenkins ist deswegen der oberste, weil das so der Goldstandard aus der Java-Welt war. Und die PHP-basierten Systeme sind dann halt entweder ein bisschen später oder mit einem etwas eingeschränkteren Funktionsumfang. Persönlich, jedes der Tools ist cool, finde ich. Und die Konfiguration ist einfach ein bisschen anders. Manche benutzen XML-Dateien, manche benutzen INI-Dateien, manche benutzen so eine komische Programmiersprache. Also da ist alles vorhanden. Was diese Software macht, ist relativ einfach. Es geht hin und baut mir so ein Bild. Das heißt, es sagt mir, das, was ich jetzt gerade in der Versionsverwaltung gefunden habe, habe ich versucht zusammenzubauen. Wenn ich alles gut gemacht habe, ist es grün und hier sagt er jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel, nö, hat nicht funktioniert, ist fehlgeschlagen. Und ich sehe dann entsprechend da auch drin, was nicht funktioniert hat, mit der Aufgabe, das möglichst schnell zu ändern. Komme ich gleich auch nochmal dazu.
Was dieser CI-Server also macht, ist Artefakte produzieren. Ein Bild, ein fertiges Stück Software, was dann auf dem Webserver entsprechend installiert werden kann. Und ganz, ganz, ganz wichtig, zum Beispiel auch eine Dokumentation, die man automatisch generiert. Benutzt irgendjemand von euch automatische Okay. Vergesst alles, was ich über CI gesagt habe. So ein Tool zum automatischen Generieren von einer API-Dokumentation. Alles andere weglassen, nur dieses Tool installieren, ist wahnsinnig cool. Weil das Ding baut mir so eine Dokumentation. Und aus der Dokumentation, ohne in den Quelltext reinzugucken, kann ich sehen, wie hoch die Softwarequalität ist. Wenn hier nämlich nichts steht, nett, uncool. Ja, und diese Tools funktionieren mit PHP-Annotations, sogar noch einfacher, eigentlich mit einfachen PHP-Kommentaren. Das ist, glaube ich, so der Standard. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas anderes schon mal benutzt habt. Meistens lasse ich PHP-Documentator-based Sachen drüber laufen. Ja, der Screenshot ist alt. Aber das Ergebnis ist genau das gleiche. Man kriegt HTML. Das sind HTML-Dateien, die verlinkt sind mit automatischen Indizes und so weiter. Und ich habe hier entsprechend eine Dokumentation, die es mir ermöglicht, innerhalb von wenigen Minuten zu verstehen, was dieses Stück Software macht. Gehört übrigens auch laut Gesetz zum Lieferumfang jeder Auftragsarbeit. Wenn ich ein Programm produziere und da ist keine Dokumentation dabei, müsste der Auftraggeber eigentlich nicht zahlen. Mal so rein theoretisch. Weil die Verpflichtung immer besteht, eine Dokumentation mitzuliefern. Und ist doch PHP, kann jeder lesen, zählt nicht. Die Kommentare zu schreiben, wenn wir mal ganz zurückgehen aufs Test-Driven Design, ist auch der erste Schritt der Programmierung. Das heißt, ich definiere meine Klassen, meine Funktionen und so weiter und schreibe dann oben in den Kommentar einfach rein, was diese Funktion machen soll. Und mit der Beschreibung kann ich natürlich dann auch wieder die Unit-Tests programmieren. Also es hängt alles wunderschön zusammen. Und es kostet viel weniger Zeit, als es nicht zu machen. Das ist was meine Erfahrung. Also wenn man es einmal gemacht hat, will man es eigentlich nicht mehr lassen, weil es schneller geht. Das ist halt das Thema der Dokumentation. Das zweite Thema, was immer so ein bisschen entscheidend ist, das Thema Datenbanken. Jetzt habe ich meine schöne Funktion, mein Modul, meine Erweiterung geschrieben. Wenn die Datenbankfunktion in irgendeiner Form die Datenbank modifiziert, dann muss ich eine Strategie haben, wie kann ich meine Datenbank, die lokal ist, mit der auf dem Server synchron halten. Also in der Regel, wie kann ich die Tabellen ändern, wie kann ich vielleicht Felder umschreiben und so Geschichten. Wenn ich ein Modul entwickle, was noch keine Nutzdaten hat, ist das relativ harmlos. Dann muss ich mich nur über das Schema nur Gedanken machen, also vielleicht ein einfaches Schema exportieren, Schema wieder importieren. Wenn es um ein System geht, was schon in Produktion ist, mit Produktionsdaten, dann brauche ich eine bessere Strategie. Also ein typischer Ansatz ist zu sagen, ich mache zum Beispiel drei Produktionsload. Also Produktionsload heißt, ich aktualisiere auf dem Webserver in Produktion alles. Und eine Strategie kann sein, dass man sagt, man macht drei Produktionsloads. Im ersten wird das Schema angepasst. Im ersten wird der Code auf den Produktionsserver gebracht. Im zweiten wird das Datenbankschema aktualisiert. Und in der dritten werden die bestehenden Daten irgendwie migriert oder so eine Geschichte. Das kann bei einem Projekt gut funktionieren und bei einem anderen braucht man eine ganz andere Strategie. Vielleicht brauche ich eine Downtime, vielleicht brauche ich ein spezialisiertes Skript, was irgendwie gestartet wird und so weiter. Gehört mit zu der Projektplanung und ist auch eines der größten Probleme in der Praxis, wenn das zugrunde liegende System keine Datenbank-Abstraktion hat, die das unterstützt. Doctrine 2 ist da so ein Beispiel. Wenn ich Doctrine 2 benutze, bekomme ich wunderschöne Datenbankmigrationen, kleine SQL-Skripte, mit denen ich dann entsprechend den Server einfach nachziehen kann, automatisiert. War das jetzt zu kurz? Ich sehe so offene, wache Augen. Ja? Wow. Sorry? Ich wechsle kurz auf Englisch. Ich denke, das ist, ja. So, I think for database migration, you don't need to have a manual. Usually you have a tool that is generating something and then you have a manual process to review it and modify it. So with Doctrine, you can tell Doctrine, give me a migration. But then usually you still have to edit the file and modify it a little bit. I've never used it. Maybe you can...
Okay. Okay. Yeah. But this is one of the pain points. It's not fun to do this, and you need to plan ahead of time. Okay, what will the change? What will be affected by the change? And I'm really sorry, there's no brilliant. I have never discovered something brilliant. So usually it's the developer and a lot of testing and unhappiness. Ja, das nächste Thema, was natürlich auch ausgeführt wird während des Bildprozesses, ist das Testen. Das heißt, nachdem das Artefakt erzeugt worden ist, läuft im Server zum Beispiel die PHP-Unit-Tests ab oder irgendwelche Integrationstests. Ich habe jetzt hier mal ganz klein geschrieben Test-Driven Development, weil das einen eigenen Themenkomplex darstellt. Vielleicht als Hinweis, Unit-Tests sind relativ leicht zu implementieren, haben aber auch nur eine sehr beschränkte Aussagekraft. Und meistens ist das, was Probleme macht, das Frontend-Testing. Es gibt verschiedenste Ansätze. Selenium ist so ein Tool, was relativ häufig verwendet wird. Ich habe noch nichts gefunden, was man uneingeschränkt jedem empfehlen kann, weil jeder Nutzungsfall anderes Testen beinhaltet. Was man in der Regel möchte, ist ein Test, der über Modulgrenzen hinweg die Interaktion von Modulen oder des Gesamtsystems in irgendeiner Form abbildet. Also beispielsweise, wenn ich ein Kontaktformular hätte, dann wäre es total toll, einen Test zu haben, der von der Startseite aus das Kontaktformular findet, die Daten irgendwie eingibt, das Ganze dann abschickt und sicherstellt, dass die Mail auch ankommt. Ja, aber da muss ich halt für jedes Projekt eine Lösung finden, die wieder ein bisschen individuell ist. Und wenn jetzt die Anforderung lautet, ich hätte gerne gewusst, wenn ich das CSS ändere, welche der Seiten kaputt gehen, kann man implementieren, habe ich auch schon gesehen, führt aber zu einem wahnsinnigen Aufwand an Tests. Das heißt, jeden Test, den ich hinzufüge, vor allem wenn es Integrationstests sind, der muss ja nachgepflegt werden, wenn dann das System sich weiterentwickelt. Das heißt, man abstrahiert die Dachansicht und sagt, ich habe das Feld, ich habe das Feld, ich habe den Button. Sonst interessiert er nichts. Und dann sagt man einfach, Navigate Job, diesen Page-Namen, dann wird die Seite geladen, entsprechend wird dahin gebrowst. Und man sagt zu dieser Page einfach, findet das Feld sowieso damit. Also ich spreche nicht das Feld direkt auf der Webseite an, sondern in dieser Klasse, dieser Page-Klasse. Ich spreche also da direkt die Teile an, ich drücke da auf den Button und dann passiert das. Wenn ich also jetzt eine andere Version habe oder sich da irgendwas ändert, dann brauche ich nur die Page, die geändert hat, nur diese Page-Klasse zu ändern, weil alle Tests indirekt verbunden sind. Ja, ja. Und damit hat man das abstrahiert und ist das Problem völlig los. Absolut richtig. Das wären auch meistens so JavaScript-basierte Geschichten, die dann quasi mit in dem Bild integriert werden, um dann ein spezielles Testing zu ermöglichen. Also das kenne ich jedenfalls. Da wird dann nochmal ein eigenes JavaScript, was nur das Frontend-Testing macht, mit in den Bild aufgenommen und der automatisiert dann halt quasi aus der Applikation heraus die Tests. Ja, also ich benutze das ganz konkret, wenn ich Komponenten entwickle, die auf sowohl 1.5, 2.3 laufen sollen. Da heißen die Felder zum Beispiel unterschiedlich. Ja. Das heißt, ich kann sie nicht auf Test direkt auf ansprechen, oder ich muss verschiedene Tests machen. Ja. Das will ich natürlich. Ich schreibe einen Test und sage, fülle das Login-Feld. So, und da ich jetzt aber weiß, dass ich die 1.5-Version teste, habe ich die 1.5-Login-Feld gezogen und sage, fülle das Login-Feld. Wenn ich die 2.5-Login-Feld schreibe, heißt es auch, fülle das Login-Feld. Mehr nicht. Aber der Code kann unterschiedlich und aussehen. Was dann tatsächlich an Belegung geschieht, das steht in der Page-Klasse. Ja. Und welche Selektoren da benutzt werden. Das interessiert mich immer im Test überhaupt. Also hier hat sich gerade jemand geoutet, dass er von Selenium Ahnung hat. Sehr, sehr wertvolles Wissen. Selenium ist halt eigentlich der Standard, der meistens... Also es gibt noch andere Tools, spezialisierte Tools, die zum Beispiel, wenn man JavaScript sehr viel testen muss, besser geeignet sind. Aber generell ist Selenium ein guter Startpunkt. Ja. Was diese ganzen Tests bringen, sind so Ausgaben. Ja, ich hab auch extra keins aus dem aktuellen Projekt genommen. Nee, das ist schon ein Screenshot, aber um es zu vereinfachen, was man haben will, ist das hier.
Jeder, der Continuous Integration macht, findet das hier total geil und das hier findet er total mies. Weil das bedeutet, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Um das mal auf die Spitze zu führen, es gibt so Ampeln zum Beispiel, das ist aus einem relativ bekannten Unternehmen, die haben einfach im Büro so eine Ampel aufgestellt. Ich kenne das auch in dem Büro, da steht dann ein großer Fernseher mit einem kleinen, was auch immer, Andrino-basierten Webserver-Dings drauf und der ruft einfach nur den CI-Server die ganze Zeit über ab und gibt auf diesem großen Fernseher dann halt in groß optimiert den Status des Builds und den Status der Testabdeckung. Somit kann das gesamte Team sehen, solange es grün ist, dürfen wir entwickeln. Wenn es rot wird, dürfen wir nicht mehr entwickeln, sondern wir müssen dafür sorgen, dass es wieder grün wird. Also nochmal, vereinfacht, grün gut, rot schlecht. Und das Ding ist managementtauglich. Ja. Aber was ich sagen will, ist, das ist eine Sache, die kann man jemandem erklären, der keine Ahnung von Programmierung hat. Solange in diesen Übersichten alles grün ist, ist alles in Ordnung und es ist sehr unwahrscheinlich, dass noch irgendwelche Probleme im Projekt herrschen. Ich gehe jetzt davon aus, dass es sowas gibt wie einen Projektplan und eine Projektleitung und einen Prozess. Und wenn es rot ist, ist es halt ein Problem. Vorletztes großes Thema ist das Thema Software-Metriken, wo ich heute Morgen erfahren habe, dass jemand im Raum ist, der da wahrscheinlich deutlich mehr ins Detail gehen möchte. Ich würde es aber ganz gerne nutzen. Software-Metriken, ich habe mal so die ganz einfachen aufgenommen. Der Build-Server wird in der Regel mit Plugins erweitert, die dann für die Programmiersprache spezifisch sind und die dann entsprechende Metriken ausgeben. Das heißt, das ist hier so eine ganz stumpfe Zählen. Wie viele Zeilen Code habe ich? Wie viele ist davon Kommentare? Wie viele Klassen habe ich? Sagt nicht so wirklich viel aus, gibt aber so einen ersten Umfang, eine erste Abschätzung darüber, wie viel Umfang da ist. Und dann gibt es halt komplexere, und da wirst du gleich sicherlich einiges zu sagen können, komplexere Tests, die dann versuchen, die Qualität der Software zu messen. Ich habe jetzt hier mal diesen PHP-CS einen rausgenommen. Test Coverage ist so ein typisches Thema. Wie viel Prozent meines Quelltextes, also meines Codes, ist jetzt wirklich von einem Unit-Test oder von einem Integration-Test abgedeckt? 100% versucht, glaube ich, keiner zu erreichen. Aber es versucht auch gar keiner, bis auf 100% zu kommen. Ja, doch, die großen Produkte versuchen es. Genau. Genau, ich hätte jetzt gesagt, es gibt auch Projekte, da sind 40% schon super und alles über 60 ist Luxus. Wie dem auch sei, ich stimme dir sogar absolut zu. Der Punkt ist aber, wenn ich eine Metrik habe, dann kann ich die Veränderung der Metrik überwachen. Das heißt, wenn ich jetzt heute, mein heutiger Stand ist, ich habe 40% Test-Coverage, dann darf das nicht morgen irgendwie auf 35% runtergehen. Die ersten, diese reinen quantitativen Dinge, wenn die Anzahl der Codezahlen runtergeht, ist das super, das ist geil. Das ist eigentlich ein Indikator dafür, dass das Produkt gerade besser wird. Weil je weniger Code da ist, desto weniger Möglichkeiten für einen Bug. Wenn die Test-Coverage runtergeht, nicht gut. Genau, ist nicht gut. Ich kenne es auch so, dass in den Prozessen dann gesagt wird, sobald Software-Metriken sich verschlechtern, wird das auch als ein Breaking im Build gesehen. Das heißt, wenn ich hingehe und die Test-Coverage geht runter, wird der Build einfach rot, bis es wieder nachgezogen ist. Copy-Paste-Detektor ist ja so ein kleines Gimmick für die Experten, die meinen, mal eben ein paar Funktionen ein bisschen kopieren, ein bisschen ändern, passt ja schon. Ich habe da im Core mal was gefunden oder ich habe mal in einem anderen Modul was gefunden und ziehen wir das einfach rüber. Willst du ein bisschen was über die Details, vor allem was die Qualitätsmerkmale angeht, von Open-Source-Projekten und wie man das so vergleicht? Ja. Und zwar im Idealfall, ohne mir auch nur eine Zeile Code anzugucken.
weil ich sonst wieder meine persönliche Meinung da reinbringe und die will ich da raushalten, ganz bewusst. Es geht also darum, dass mithilfe der Metriken, die von zum Beispiel P-Depend festgestellt werden, Urteil gefällt werden kann, wie komplex oder wie gut ist ein System. Wobei diese Zahlen für sich immer nicht wirklich aussagen, dass es gut oder schlecht ist, ja, weil, wie gesagt, gerade die Veränderung ist das, was uns was anzeigt. Aber es sind doch Indikatoren dafür, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal dringend nachgucken sollte und vielleicht da versuchen sollte zu verbessern. Die ersten Ergebnisse sind zum Beispiel, ich habe die Anzahl der Verzweigungen, die in einem Programm stattfinden, also sei es ein If, sei es ein Case oder ein Catch oder wie auch immer, die Anzahl innerhalb einer Methode wird zyklomatische Komplexität genannt. Und die wird über das ganze Projekt komplett aufsummiert. Und ich habe mir jetzt eine Formel erarbeitet, die das wieder runterbricht, um das besser vergleichen zu können, weil die unterschiedlich groß sind. Und bin dann also, man sagt, dass also eine Komplexität von 1 bis 4, das ist eine sehr niedrige Komplexität, das ist völlig in Ordnung. Das heißt also, innerhalb einer Methode, die maximal 100 Zeilen lang sein sollte, sollten also nur 1 bis maximal 4 Entscheidungen sein. Die nächste Stufe, das wären dann die Moderate, das sagt man 5 bis 7. Die hohe Komplexität sagt man 6 bis 10. Da ist eine Überschneidung, weil man sich da wohl nicht immer ganz einig ist. Mal ist es so besser und so besser. Und alles über 10 ist kritisch. Das ist also zu komplex. So, und der erste Vergleich, den ich jetzt gemacht habe, hat ergeben, dass Drupal das am wenigsten komplexe System ist, mit 7,7. Gefolgt von Joomla mit 8,3. Dann kommt WordPress mit 10,9. Und dann kommt Typo mit fast 12. Na, wie gesagt, das sagt so alleinstehend nicht viel über die Codequalität aus, aber es sagt mir, dass wenn ich irgendwelche Modifikationen machen muss an dem System, wirklich an den Core ran müsste, dass ich wahrscheinlich bei Drupal auf weniger Probleme stoße als bei WordPress. Weil WordPress wesentlich komplexer ist, was nicht heißt insgesamt schwieriger, aber von der Codestruktur her mir eben sagt, da sind sehr viele Entscheidungszweige, an denen ich testen muss. Weil jeder Entscheidungszweig verdoppelt die Anzahl der Tests, die ich brauche. Das heißt, wenn ich hier ein Ding habe, das eine zyklomatische Komplexität von 10 hat, brauche ich 2 hoch 10 Tests, um wirklich die 100% Abdeckung zu haben. Wobei die 100%, die immer angezeigt werden, nur bedeutet, dass jedes Stück Code wenigstens einmal durchlaufen wurde. Aber nicht jede Kombination. Deshalb ist 100% in der Regel nicht ausreichend. Ne, im Prinzip müsste man da 800-900% stehen haben, wenn das wirklich sinnvoll sein soll. Ja, also, ja. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen SSH-Heartbeat-Bug. Ja, Heartbeat, ja. Sagt das jedem was? Ja, das war ein Stück Code, das irgendwie seit 150 Jahren in der Software drin ist, aber dieser Test ist nie angetriggert worden irgendwie und deswegen ist es nie aufgefallen, dass das Ding kaputt war. Und das in einer extrem kritischen Komponente. Ich glaube, viel kritischer wird es im Internet nicht mehr. Und das ist ein typisches Beispiel, dass selbst, die haben ja Tests gehabt, aber der Tester diesen Case einfach nie mit berücksichtigt, beziehungsweise es ist nie durch irgendwelche Code-Reviews gegangen, niemand hat sich für diesen Zweig interessiert. Ja, und dann gibt es noch diverse andere Metriken, wie zum Beispiel, was jetzt auf der ersten Folie eigentlich fehlt, das ist die wichtigste, das ist die L-Log. Das ist nämlich im Prinzip die Anzahl der Statements. Weil viele machen, damit das besser lesbar ist, schreiben dann ein Statement über 4, 5 Zeilen verteilt. Na, und die L-Log sagt eigentlich tatsächlich, wie viel Code da drin ist. Ja. Na, das ist, wenn man das messen will. Na, aber es gibt halt so natürliche Grenzen, wo man sagt, wie gesagt, eine Methode sollte nicht mehr als 100 Zeilen haben. Eine Klasse sollte nicht mehr als 10 Methoden haben. Ne? APIs von Methoden, von Klassen sollten möglichst klein sein. Das heißt, sie sollen möglichst wenig Public Members haben, weil dadurch werden sie managebar und leichter austauschbar. Das ist das, worum es geht. Bei diesen ganzen Metriken geht es immer nur um Wartbarkeit letztlich. Ne? Und die sagen halt verschiedene Dinge aus. Wir haben dann noch andere Komplexitätsmaße. Es gibt wirklich hunderte verschiedene. Wenn man P-Depend anguckt, da kommen
glaube, 20, 30 Metriken raus pro Methode mit unterschiedlicher Aussagekraft, die immer im Vergleich nur was sagen. Ja. Aber das mit ein bisschen Übung kommt man da eigentlich ganz schnell hinter, wo das gut ist. Jemand fragt sich mal Metriken. Das ist ein Experte. Also eine Sache, die ich in der Praxis noch zu Metriken sagen kann, ist, wenn ich mit Metriken anfange, würde ich mit wenigen anfangen. Also klar, ich generiere irgendwie 20 Metriken, aber vielleicht gucke ich mir am Anfang mal nur eine an und versuche in der einen besser zu werden und zu verstehen, was wirkt denn überhaupt auf diese Metrik ein. Du hast das gerade sehr gut für eine erklärt. Diese Liste von 20 Metriken ist so, glaube ich, relativ typisch in Projekten. Ja. Und das führt natürlich auch dazu, dass man dann relativ leicht auch Entwickler vergleichen kann. Das heißt, ich kann sagen, ich habe jemanden, der baut immer super komplexe Dinge mit 500 Zeilen Code pro Funktion. Vielleicht braucht er mal ein bisschen Peer Review oder ein bisschen mehr Schulung. Oder ich habe einen Freelancer, der ständig so prozedurale Monster erzeugt. Durch die automatisierten Tools kann ich das halt jederzeit während des Entwicklungsprozesses erkennen, und zwar ganz am Anfang und nicht erst, wenn die Auslieferung stattfindet, wenn es meistens schon zu spät ist. Gut. Gibt es irgendwelche Fragen zu Metriken? Vielleicht kommen wir dann am Ende nochmal darauf hinaus, weil Metriken ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum ich CI haben will. Metrik am Ende einmal generieren, wenn es vorbei ist, ist ein bisschen spät. Wir sind jetzt schon am fünften Schritt angekommen, nämlich an Deployment. Nutzt jemand von euch mehrere Entwicklungsumgebungen? Staging, Testing, Production? Wie viel habt ihr so? Also für das Testing habe ich mindestens 5, weil ich verschiedene PHP-Versionen haben muss, ich muss verschiedene Lunar-Versionen haben, ich muss verschiedene Betriebssysteme haben. Da komme ich drauf und da mache ich über sinnvolle Kombination. Du hast den End. Ja. Wir haben ja so einige virtuelle Maschinen, auf die ich gearbeitet. Dann habe ich immer online einen Staging-Server, wo der Kunde gucken kann, die Freigabe. Ja, wenn der da sagt, dann ist okay, dann geht es von da aus der Produktion. Und zwar in der Regel so, dass einfach Produktion und Staging gesetzt werden. Das heißt, ich habe Produktion angeguckt, das wäre okay und ich ändere dann nur die DNS. Wie viel Umgebung habt ihr so? Drei, okay. Das mit dem Switchen finde ich eine sehr coole Idee. Was ich auch kenne, ist, dass man sagt, es gibt halt diese Umgebung, ich habe das irgendwie auch zusammengefasst, Testing, Development, Integration, wie auch immer, die meistens sehr produkt- oder entwicklungsprozessspezifisch sind. Staging ist das, wo der Kunde oder der Product Owner oder wer auch immer auch mit drauf gucken kann. Also da sollte auch nur stabiler Code am Ende landen. Und man kann halt entscheiden, ob der Continuous Integration Server automatisch die Umgebung befüllen darf. Stichwort Continuous Delivery. Ich gebe dem Server die Erlaubnis, hey, wenn die Tests grün sind und die Metriken okay sind, lad doch einfach automatisch Staging. Ja, weil wenn das nicht funktioniert, stimmt irgendwas mit meinem Prozess nicht. Ja, wobei ich das optimiert habe und nicht zurückgekommen habe. Dann habe ich noch das. Ja. Weil wenn sich dann im Nachhinein doch noch rausstellt, dass irgendwas mit der neuen Version nicht in Ordnung ist, so wie dem Kunden dann gefällt, dann kann ich einfach wieder zurückstellen. Das ist ja gar nichts. Aber ja. Setzt das nicht voraus, dass die Seiten, also die Produktionsseiten relativ statisch sind, weil sonst könnten da ja in der Zeit Änderungen sein, die dann in deinem Staging-System dann mit drin haben. Das heißt, das Switchen passiert dadurch, dass man eine kurze Downzeit macht. Man macht einen Dump von der Datenbank. Ja. Und scheint das Spiel nebenbei an einer Einfachschaltung wieder hoch. Ja. Das bedeutet aber auch in der Regel auch, dass ich schon vorher ein Deployment gehabt habe, wo die Datenbank entsprechend schon migriert worden ist. Das war diese Datenbankstrategie-Geschichte. Ich mache das ganz hochfahren, einfach mal SQL-Dump und das geht. Ja.
wie gesagt, wenn du eine Strategie hast, ist das genau das, was man braucht. Dieses Continuous Deployment ist so ein Thema, was zum Beispiel Facebook macht oder Flickr macht, YouTube macht es teilweise. Und es ist so, dass selbst Junior-Entwickler in der Lage sind, bei Facebook Codes zu committen, der dann direkt live in Produktion irgendwo ausgespielt wird. Sprich, jeder Facebook-Entwickler kann theoretisch die Plattform ändern. Der Trick ist natürlich daran, dass der immer nur 0,3% der Plattform ändern darf. Sprich, die haben so viele Server im Einsatz, so eine Grün-Blau-Strategie nennt sich das auch. Ich deploye einen Server, der in Produktion ist, ich gebe denen ein bisschen Traffic und dann gucke ich mir die Logs an, ich gucke mir die Bug-Reports an. Keiner beschwert sich, nur dann kann ich das Feature auch auf alle ausrollen. Wenn man nicht in dieser sehr einzigartigen Situation ist, weiß ich nicht, ob ich die Continuous Deployment wirklich installieren möchte, weil meistens ist es besser, einen konkreten Zeitpunkt zu haben. Wo es natürlich funktionieren kann, ist auf Staging. Also, dass der Kunde immer den letzten Stand kriegt, sobald die Metriken in Ordnung sind. Gut. Ist noch irgendwas offen? Habt ihr Fragen soweit? Jetzt würde ich ein bisschen in die Praxis gehen. Also, genau, das Continuous Delivery ist halt diese einfache Regel, wenn ich sage, wenn die Ampel grün ist, dann raus damit. Ich habe mir im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht, was kann für einen kleinen Webentwickler wichtig sein. Also sprich die Frage, was ist das richtige Werkzeug für meinen Prozess, für mein Team, für meine Anforderungen. Und als einen Vorschlag habe ich mal so definiert, okay, es gibt vielleicht eine Minimalversion, wo ich ein Versionskontrollsystem habe, wo ich dann ein Skript habe, was automatisch beim Check-in ausgelöst wird und wo ich als Benachrichtigung einfach eine Mail schicke. Findet man bei Google unendlich viele Varianten. Das heißt, ich installiere auf dem Server gar keins der tollen CI-Systeme. Ich schreibe keine große Konfiguration, sondern ich nehme einfach nur wirklich ein dummes Skript, was nichts anderes macht, als aus dem Versionskontrollsystem das Ganze rausziehen, an die richtige Stelle auf dem Webserver legen, 2, 3 andere Skripte aufrufen, die dann die Metriken bilden und das Ergebnis wird dann per Mail rausgeschickt. Das ist eine Sache, die kann ich bei einem Projekt aufsetzen in einer Stunde. Da muss ich mich nicht mit viel beschäftigen, funktioniert für mich. Und ich gucke mir dann hin und wieder mal die Mails an, beziehungsweise ich kriege immer noch eine Mail, wenn irgendwas schief läuft. Einfache Variante. Heißt natürlich auch, es gibt keine Ausrede, das nicht zu tun. Denn das kann jeder aufsetzen. Für die Webhook, für GitHub-Hooks brauche ich natürlich entsprechend irgendwie einen Server, der aus dem mit der Repository reden kann und so Geschichten. Ich brauche vielleicht auch einen Server mit Root-Rechten. Aber es gibt auch so Skripte, die einfach nur über PHP getriggert werden, die ich also quasi nur in ein Verzeichnis lege und dann triggere ich das von außen, indem ich die URL aufrufe. Also total low-tech, einfach zu durchschauen, einfach zu ändern. Eine andere Variante, die ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich einen Task-Runner benutze. In diesem Fall habe ich mal so ein Grunt.js-Beispiel mir angeschaut. Da wird es ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und zwar nehme ich den Task-Runner und lasse den die Unit-Tests durchführen. Ich lasse den die Metriken bilden. Und wenn dann alles in Ordnung ist, checke ich ein. Das ist eigentlich nicht die Idee von Continuous Integration, bringt aber genau dasselbe Ergebnis. Der Task-Runner kann mir sagen, alles ist grün, alles ist in Ordnung und dann committet er erst. Ich hatte gefragt, Grunt.js ist auch noch nicht so verbreitet. Okay, aber du würdest mit genau. Ja. Du hast absolut recht, wenn du Backend-lastig bist. Wenn du im Frontend-Bereich unterwegs bist, dann haben die ein Frontend-Entwickler hat in der Regel halt so einen Task-Runner laufen, um seine CSS-Dateien zusammen zu kompilieren. Gibt es auch. Wie gesagt, es gibt unendlich viele Werkzeuge. Vielleicht hätte ich die letzte Folie deswegen auch nicht, das ist die letzte Folie, vielleicht auch nicht irgendwie Fragen nennen sollen, sondern erzählt ein bisschen was über eure Konfiguration. Also du hast eine sehr modulgetriebene Konfiguration. Was habt ihr? Was benutzt ihr? Ich
hier das Hauptproblem dahinter finde, dann ist es total klassisch. Da hätte da etwas zu, aber die ganzen Tools, die ich schon benutzt habe, jetzt überhaupt der Facebook und Run und No und Hassel für mich. Jedes Mal gibt es im Web eine andere Übersetzung. Du hast, ja, viele Seiten, manchmal sehr schlechte Kommentare. Und da kommen die Tools noch oben drauf und ich habe ja auch nicht genug entwickelt. Ich könnte nur noch irgendwo mit den Tools stecken und das zusammen. Und wenn ich das zusammengesteckt habe, läuft das maximal zwei Monate. Wenn irgendein Tool abgelehnt worden wird, das funktioniert nicht mehr. Und da ich es natürlich in der Zwischenzeit total vergessen habe, das Ding an wieder zu formen. Das ist für mich der größte Änderungsgrund, den ich am ersten Zeit habe. Seht ihr also Vorteile, denke ich? Weil man auf der anderen Seite mir nicht immer dass ich mir wirklich auch das minimale Beschränkt habe, das heißt auch, dass er braucht, wenn er dabei ist. Weil das ist wirklich, mehr brauchst du nicht. Weil du kannst halt alles machen, was du willst. Du hast dann, wie gesagt, deine Linksgruppe mit den Targets. Und das ist eigentlich der Kern. Das ist gar nicht so sehr, was du da drauf hattest, dieses Drive und so weiter, dass man da in das Genaus, der Kern ist, dass man genau das Bild bekommt. Ja. Das ist das A und O. Alles andere hängt man da dann rein, je nachdem, wie man damit wächst. Und das Geniale ist, dass wenn man ein bisschen überlegt, wenn man das macht, wie das Bild wird universell, das heißt, du nutzt das von Projekt zu Projekt mit. Das machst du dir einmal, das wächst auch im Laufe der Zeit in der Erfahrung. Und wenn du neue Tools entdeckst und entdeckst, das heißt, du musst dir keine Syntax merken, weil die brauchst du einmal da rein. Das bin Target, und dann ist das nicht mehr erledigt. Dann steht da einfach nur noch mal für die Unit, und du drauf und die Unit ist auch. Oder du machst das Staging und das Deployment auf Staging gerade. Das ist alles das, was Jenkins normalerweise macht, was du da hinterlegen kannst und ganz kompliziert programmieren kannst, hast du einfach als Liste von Taskern, die du dann anführst, wo du solltest. Das heißt, du ersetzt in dem Moment Jenkins. Und wenn du dann so weit bist, irgendwann, dass du da reinwachsen und sagen, nee, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf, und für das auch dann bist du auch reif, oder bist du das nicht? Denn die meisten, ich bin ja auch so ein ganz strikter und ganz fordernd, was so Testing und Qualität angeht. Aber ganz praktisch gesprochen, erstmal theoretisch gesprochen, solltest du anfangen, ein Buch zu schreiben, das dein Komponente oder was immer du entwickelst, beschreibt. Aufgrund dieses Buches schreibst du Behavior erst. Na, dann hast du nämlich deine Anforderungen sauber. Dann fängst du an, die Unit-Tests zu machen und dann fängst du an, Buch zu schreiben. Das ist der ganz ideale Prozess. Der ist nicht sehr praxisnah. Absolut. Aber wenn man darüber redet, hört sich das mal an, so diese riesen Gebilde, die so ein ISD-Bild, dass man niemand erkennt. Deshalb ist das, kannst du einfach so einen Struss schreiben, fang an, schreib überhaupt Unit-Tests. Ja? Weil wenn man nur einen Bug feststellt, baust du einen Unit-Test, der diesen Bug identifiziert. Der also erstmal rot ist und dann machst du grün. Dann hast du früher Erfolgserlebnisse und wächst nach und nach, das kannst du an den Medien merken, und die früher bessere Druckabdeckung. Und das Spaß an der Sache. Und das wächst dann. Und nach packst du dann die eine oder andere Funktion immer dazu. Sobald du so weit bist. Und du bist genau dann so weit, wenn du dich anfängst zu nerven und formell zu machen. Dann bist du weit. Vorher sind das. Das ist alles für mich und schön, aber das ist nicht für die Frau. Ja, warte einfach, bis du so weit bist, dass du sagst, dann ist kein Bock mehr. Und dann kommst du ganz schnell dahin. Und ich habe 2 Jahre gebraucht, um da zu kommen, wie gestern. Ja, und ich bin jetzt, der nächste Schritt ist für mich dabei, dass ich die Generationstester bereit wäre. Dass ich also automatisch auch prüfe, ob meine Sachen überhaupt wegfahren. Und so weiter vorangehen. Da gibt es auch Tools für inzwischen. Ja, und das ist das nächste, was bei mir in die Testtester dabei ist. Ja. Wenn ich da gerade mal eingehen darf, ich glaube, die meisten haben ja eher projektbezogene Entwicklungsprozesse. Das heißt, es gibt ich impliziere jetzt einfach mal, dass alle mehr oder weniger projektbezogen implementieren. Das heißt, ich fange irgendwann an, dann liefere ich das Ganze aus und dann ist das Problem von jemand anders. Meistens. Das heißt, ich habe nicht diesen langen, agilen Entwicklungsprozess mit vielen Iterationen. Und da sind natürlich diese kleinen Skriptlösungen total genial, weil man die auch mit ins Delivery an den Kunden geben kann und kann sagen, hey, du kriegst von mir nicht nur den Source Code, sondern heute gibt es noch die Unit-Tests mit drauf und das Build-Skript und die API-Dokumentation. Das heißt, der Wert meiner Programmierung ist viel, viel, viel höher als jemand, der einfach nur die Funktion implementiert. Ja, das würde ich Hängt daran, was für Kunden man hat. Ja, das würde ich denn in der Regel nicht. Das würde
Regel zu, vielleicht sag mal 98%, damit ich das Projekt wiederverwenden kann. Dein Bildprozess, deine Skripte, ja. Das Ganze, was man da damals eingestellt hat, spart einem am nächsten Projekt 50% der Zeit geworden. Und dann hast du es locker wieder drin, was du da reingestellt hast. Und dann fängt es an sich zu loben. Und dann kriegst du ein Gefühl dafür und dann macht es plötzlich schwarz. Ja, und dann ist es nicht, also wieder ein neues Tool. Also das Ganze mit Brand und Co. Macht gut und schön dann. Wenn man neu anfängt und noch kein Tool hat, okay, nimm es. Da will ich nichts nicht sagen. Aber ich kann, es gibt nichts, was ich mit Brand machen kann, was ich mir auf den Finger machen kann. Absolut, absolut. Ja, aber Sims, meine Güte, ich finde es so scheiße eigentlich. Weil, wenn es da ohne Fehler ist, dann ist das Wahnsinn. Ich schreibe auch Sims, ja, aber eigentlich so scheiße. Ja, ich habe es an Bord, deshalb nehme ich es. Ja, könnte ich an Gott sei Dank sagen lassen, wie das mit Ding geht, dann bin ich an. Darf ich da kurz dazwischen gehen? Ihr habt gerade so einen CMS-Garden-Moment. Also die Sache ist, es gibt halt für jedes Tool gibt's Anwendungsszenarien. Ich kann verstehen, warum du Grunt nicht magst. Aber ich sag dir, warum ich es draufgenommen habe. Ja. Ja, es ist beides, ja, beides gut. Ja, absolut, ja, absolut. Und eigentlich die Tools sind auch nicht das Entscheidende, sondern die Änderung, wie ich entwickle. Genau. Gibt es noch irgendwelche Fragen, weil wir so ein bisschen am Ende der Zeit sind? Any more questions? You want to have it again in English, please? Do you have any questions? Brilliant. So, last question as feedback to me. Die letzte Frage. Wird irgendjemand von euch sich einen CI-Prozess angucken? Ja, vielleicht. Ja, ich habe keine. Ja, ich habe keine Zeit, bessere Software zu programmieren. Ich muss den Bug fixen. Das ist eigentlich die Überlegung. Was ist mit Unit-Tests? Es gibt so viele. Ne? Ja? Ich habe auch schon mal einen Jenkins-Server drauf, den habe ich auch schon mal ein Spiel gespielt. Aber jetzt ist das Ding halt irgendwann nicht mehr benutzt. Und es gibt jetzt auch die ganzen anderen Tools, die es auch gibt. Und das Problem ist dann immer, wir alle alles gucken. Und dann möchte man ja auch die richtige Entscheidung treffen, welches man denn nimmt. Und dann wird man. Das ist das Spiel, was wir mit Autos. Ja. Die richtige Entscheidung ist zu tun. Die richtige Entscheidung ist, den Unit-Test zu schreiben. Ja, die richtige Entscheidung ist, eine Software-Metrik zu haben und die zu beobachten. Das Tool, wie gesagt, die Tools sind unwichtig. Es kann auch sein, dass du in ein Projekt kommst, wo plötzlich drei andere mitarbeiten und da funktioniert dein Tool nicht mehr. Du brauchst einen anderen Prozess, der halt die Anforderungen des Projektes abbildet. Deswegen. Ja. Jetzt gebe ich dir seine Antwort. Wenn du einmal das aufgesetzt hast, ist der Aufwand, das zu verwenden, so gering, dass du es machen wirst. Oder? Ja. Weil du eine Vorhersehbarkeit hast auf das Ergebnis des Projektes. Genau. Deswegen, wenn du klein anfängst mit einem Aspekt des Ganzen, kannst du dir in jedem Projekt ein bisschen mehr machen. Dein Bildskript verbessern, den Prozess verbessern, aber ein besserer Programmierer werden. Wenn ich eine Code-Metrik habe und ich kann sagen, hey, ich habe immer eine Komplexität von 27, vielleicht sollte ich mir überlegen, woran das liegt und vielleicht die Metrik mal ein bisschen optimieren, also mich selber als Programmierer verbessern. Und das geht halt objektiv am einfachsten über eine Metrik und nicht über einen Kollegen, der einen auslacht, weil man schon wieder. Ja, ja. Besser programmieren kannst du auch viel einfacher machen. Du machst einfach irgendwie nur noch höchstens
zwei Level of Indentation, wenn du was programmierst, überleg dir immer, was du was tut. Der Nachdenken, solche Sachen machen dich auch zu einem besseren Programmierer. Also, die kannst du nicht messen. Genau. Deshalb sagt ihr das nicht am Abend. Heute warst du da, ja. Du kannst eine Quad-Code-Metrik kannst du nicht belügen. Der Aufwand. Ja. Du hattest gerade noch einen Einwand. Ja. Also die Typo 3 Community hat vor ein paar Jahren mal einen CI-Prozess implementiert, hat dann den Server aufgesetzt, hat den alten Code durchlaufen lassen und hat dann beschlossen, dass der Server erstmal nicht öffentlich wird. Ja. Inzwischen ist er öffentlich und alles, was committed ist, wird auch automatisch geschaut, aber wehe, jemand versaut die Metriken. Das geht dann auch direkt übers IRC, das geht direkt über Twitter. Nee. Man weiß ja, was man gemacht hat. Was war es? Wenn es irgendwie ein Großkollege drin, der hat jetzt ein Commit gemacht. Ja, wir haben ja noch ein Code-Review durch. Es ist ja nicht einer schuld, sondern durch den Code-Review sind es ja auch mindestens drei. Ja, das ist also eine Gruppenversagen. Okay, irgendwelche weiteren Fragen? Anmerkungen? Ansonsten bleibt es mir nur, mich für eure Zeit herzlich zu bedanken.